denn da seid ihr gut unterhalten und ihr lernt noch was. Aber ist das nicht fabulös, oder? Da seht ihr mal, wie kreativ man mit Naturmaterialien umgehen kann. Aber die sind halt schon großartig. Die sind halt schon großartig, die Hagebutten. Kann man nicht mehr dazu sagen. Herzlich willkommen in der Detailaufnahme. Also schaut mal, meine Handschuhe liegen schon bereit, die braucht der Action. Macht es keinen Spaß, mit Wacholder zu arbeiten. Dann, das ist der fertig gebundene Mooskranz, den bekommt ihr auch so bei mir im Onlineshop. Aus tollem grünen, frischen Moos gebunden. Dann haben wir natürlich patenthaften. Heute unser Hauptdarsteller, weil wir werden alles mit patenthaften befestigen. Dann haben wir hier den grünen Mond, die grünen Mondkapseln, die sind getrocknet und gefärbt. Dann das tolle grüne Islandmoos und noch ein bisschen Eichblatt. Und dann würde ich sagen, legen wir doch los. Und zwar, wir beginnen, ach ja, Moment, Mädels, was wir noch vergessen haben, Mädels und Jungs. Schaut mal, die grünen Disteln getrocknet. Also, und dann legen wir auch schon los. Und zwar, wir schneiden kleine Stücke oder auch längere Stücke, je nachdem, was ihr jetzt hier gerade für einen Wacholder bei euch habt, und steckt den einfach mit den patenthaften auf eurem Mooskränzchen fest. Ihr könnt gern in unterschiedliche Richtungen stecken. Das Ganze soll ja lebendig und frisch wirken. Von dem her einmal nach oben, einmal nach unten. Ihr könnt auch einmal von links nach rechts stecken. Ihr könnt natürlich auch längere Stücke abschneiden. Und das ist eine Arbeit, die macht echt total Spaß. Da kann man auch super den Kopf ausschalten, zur Ruhe kommen, entspannen, nebenher vielleicht einen Podcast hören. Da könnt ihr euch wirklich, oder ein Mrs. Greenery Video gucken, das empfehle ich euch ja sowieso immer. Denn da seid ihr gut unterhalten und ihr lernt noch was. Also ich steck den jetzt einfach mal ganz klassisch rundherum und alles, was am Schluss noch raussteht, werde ich dann auch ein bisschen mit, das heißt ein bisschen, werde ich dann noch mit patenthaften befestigen. Bei so einem kleinen Kränzchen geht das natürlich auch mega, mega schnell. Das ist übrigens ein Tipp, wenn ihr vielleicht sagt, so das klassische Kränzbinden auch macht euch nicht so Spaß oder da müsst ihr euch zu sehr anstrengen, damit ihr immer eine gute Form bekommt. Nehmt euch einfach einen Mooskranz, den könnt ihr ja auch easy selber machen. Ich habe dazu schon einige Videos veröffentlicht und besteckt den auf diese Art mit Material. Ihr könnt dann einfach kleine Sträußchen machen und das Ganze dann mit patenthaften befestigen. Das ist wirklich eine easy peasy Art, um einen Kranz zu fertigen. Es ist dann ja nicht mehr binden, darum sage ich jetzt auch absichtlich fertigen. Und oftmals oder manchmal sieht man es dann gar nicht. Man muss dann echt genau gucken, ob der Kranz jetzt gebunden ist oder gesteckt. Und mal ganz ehrlich, ich finde, es ist egal, wie man den Kranz macht, auf welche Art und Weise. Wichtig ist immer, dass er am Schluss einfach schön aussieht. Ich habe jetzt hier auch ein bisschen Restmaterial genommen. Das war so ein Wacholder, der nicht mehr hundertprozentig, der schon ein bisschen am Eintrocknen ist. Aber ich glaube, ich muss mir noch mal etwas vom Frischen holen. Ja. Schaut mal, ich zeige es euch gerade mal. Also wenn ihr so einen Buntwacholder bei mir kauft, der sieht dann so aus. Also der ist wirklich richtig schön füllig, füllig voluminös und auch schön hell. Ich habe irgendwie gedacht, ach, der Bunt, den haben wir uns gerade noch übrig von letzter Woche. Den nehme ich jetzt hier für mein Projekt. Aber der war mir dann doch auch ein kleines bisschen zu dunkel. Ihr könnt jetzt auch noch, schaut mal, einfach so kleine Fitzel reinmachen. Und wie gesagt, bitte tragt unbedingt gute Handschuhe. Da reicht so ein bisschen dickere Gartenhandschuhe. Dann seid ihr geschützt. Denn ansonsten würdet ihr sagen, mit Wacholder werde ich nie wieder arbeiten. Einfach, weil der ist wirklich schon sehr, sehr pieksig. Und ihr werdet euch keine Freude machen, wenn ihr es ohne Handschuhe macht. Von dem her auch schon beim Auspacken. Die Regina verpackt das zwar gut für euch, aber wenn ihr es auspackt, bitte nehmt ihr auch gleich Handschuhe.
Und dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Und schaut mal, schon ist das Kränzchen fertig. Zumindest mal mit Wacholder bestickt. Machen wir. Und jetzt zum Schluss könnt ihr auch gerne noch ein bisschen noch mal reihum gehen. Schaut euch das Ganze noch mal an. Aber wir müssen es jetzt ja auch noch nicht komplett fertig haben, denn es kommt ja noch ein bisschen was dazu. Also, wir haben jetzt ja noch einmal die Disteln und die Mohnkapseln. Und da wir heute ja eher einen kleineren Kranz haben, wähle ich hier auch die kleineren Mohnkapseln. Ich stecke die jetzt so ganz locker rein. Ihr könnt die natürlich auch noch mit patenthaften Fischen machen, aber meistens braucht ihr das gar nicht, denn das Moos gibt ja auch nach und ihr könnt die eigentlich auch so ganz easy reinstecken, ins Moos ein bisschen reinschieben. Man braucht ein bisschen Kraft, also habt da keine Angst, aber wie gesagt, natürlich könnt ihr auch einfach patenthaften benutzen. Und wenn ihr dann alles draufgesteckt habt, also in dem Fall die Mohnkapseln und die Disteln und den Wacholder, dann greifen wir zu unserem schönen Islandmoos und verteilen das auch noch so recht, recht locker. Das Islandmoos könnt ihr auch mit einer Patenthafte feststecken. Die sieht man dann im Nachhinein nicht mehr. Und das Islandmoos bringt einfach noch ein bisschen Frische. Damit das Arrangement nicht zu düster wirkt, habe ich mich eben noch für das Islandmoos entschieden. Einfach, weil das so einen unglaublich schönen, frischen grünen Ton hat. Schaut mal, da sind sie schon. Es ist jetzt zwar ein klassischer Greenery-Kranz, aber ich habe mir jetzt halt echt gedacht, irgendwie irgend so ein Farbtupfer wäre doch nicht schlecht. Und das ist auch das Schöne bei dieser Art von Kränzen. Man kann das dann einfach so easy noch dazu stecken. Schaut mal, nur eine Patenthafte rein und schon. Und schon haben wir ein bisschen Farbe in unserem Arrangement. Und ich finde jetzt auch, dass ich die roten Hagebutten mega schön und mega gut machen. Meine Patenthaften sind gerade alle ein bisschen zu groß, aber ich habe jetzt keine anderen da und ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade auch ein bisschen zu faul, in den Shop zu laufen und andere zu holen. Von dem her müssen die jetzt einfach gehen. Jetzt überlege ich gerade, sollen wir die komplett ganz machen? Gucken wir mal, oder vielleicht auch mit ein bisschen mehr Abstand, könnte ich eventuell noch mal hier welche rausnehmen. Ich finde, wenn man so Highlights dann noch reinmacht, dann müssen die Abstände schon stimmen, weil sonst sieht es dann schnell ein bisschen komisch aus. Ich bin mir jetzt hier nicht ganz sicher, ob das alles so passt. Aber die sind halt schon großartig. Die sind halt schon großartig, die Hagebutten. Kann man nicht mehr dazu sagen. Bis auf das, dass meine Patenthaften zu groß sind. Aber mit denen geht's schon auch. Theoretisch, wenn man den Kranz nur liegen lässt,
würde es sogar ohne Patenthaften gehen. Schaut mal, es ist doch unglaublich, oder was jetzt die Hagebutten noch hier ausmachen. Es ist ein komplett neuer Kranz entstanden. Der sieht jetzt ganz, ganz anders aus. Ich würde jetzt hier noch ein bisschen was reinstecken. Glaube ich aber, sind wir richtig gut dabei. Schaut mal, mega, oder? Ach, ich liebe ihn. Aber ist das nicht fabulös, oder? Da seht ihr mal, wie kreativ man mit Naturmaterialien umgehen kann, aber auch, wie schnell man mal eine Deko einfach oder eine Idee weiterentwickeln kann. Ich hatte es gar nicht vor, das so zu gestalten, aber irgendwie kam eins zum anderen und ich finde ihn richtig, richtig toll. Ich hoffe, ich konnte euch heute mit meiner Deko-Idee inspirieren. Das ist wirklich was, das kann jeder umsetzen. Da müsst ihr nicht Kranz binden können. Und ja, probiert es einfach mal aus. Material gibt es bei mir im Shop, wenn euch was fehlt. Und ansonsten sage ich jetzt wie immer, danke, dass ihr heute mit dabei wart. Es war mir wieder ein Vergnügen, mit euch gemeinsam kreativ zu sein. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei euren kreativen Projekten. Und wie immer gilt, bleibt kreativ, seid kreativ, eure Mrs. Queenery.